immer wieder reflektiere ich mich in dem, was ich tue und überlege so, ist es das, was du willst? Ist es etwas, was dich glücklich macht? Und wenn die Antwort ist so, ich weiß nicht. So, fangen wir an. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Nine von Delari und hier dreht sich alles rund um Nähen und DIY. Aber heute wollen wir weder Nähen noch DIY machen, denn ich möchte einfach eine Runde mit euch quatschen. Hä? Aber warum bin ich denn jetzt wieder hier? Hat die Pippi nicht letzte Woche erzählt, dass sie das Ferienprogramm für meinen Kanal übernimmt? Ja, das hat sie erzählt. Ich habe mir jetzt aber was anderes überlegt. Denn wenn sie die Videos macht, sie hat richtig viel Spaß daran, plant das alles ein bisschen vor. Ich habe nur ein bisschen Vorarbeit und viel Nacharbeit, aber ich muss den Dreh nur begutachten, beaufsichtigen, gucken, dass das alles nicht zu matschig wird. Hab aber tatsächlich weniger Arbeit dadurch, aber ich habe trotzdem immer noch Arbeit dadurch. Und wir müssen uns auch die Zeit nehmen. Also jedes Video erfordert Zeit, wo wir uns hinsetzen, das ein bisschen vorher durchplanen. Alles da haben. So, das dazu. Aber mein eigentlicher Plan war, dass ich diese Ferien weniger bis gar nicht arbeite. Bis gar nicht, als ob. Das hatte ich auch schon vor den Ferien auf Instagram angekündigt. Und irgendwie klappt das nicht, wenn wir jede Woche ein Video rausbringen. Also funktioniert das nicht. Und eigentlich war der Plan, dass ich den Sommer mit der Pippi in vollen Zügen genieße, bevor ich uncool bin. Okay, das könnte jetzt vielleicht noch 1 bis 5 Jahre dauern, bis ich dann vielleicht wirklich richtig uncool bin. Aber wisst ihr, wie schnell die Zeit vergeht? Super schnell. Viel zu schnell. Und deshalb ist dieses Video eigentlich nur dazu da, um euch zu sagen, dass ich jetzt weg bin. Ich bin jetzt out of office. Und dafür ein ganzes Video? Ja, warum nicht? Auch habe ich einige Projekte, die ich eigentlich unbedingt gerne angehen würde, umsetzen würde. Aber wenn ich jede Woche ein Video mache, dann schaffe ich das einfach nicht. Das passt nicht. Und deshalb gibt es super viele Projekte, die sich so ansammeln und ich nie gemacht habe. Und es nervt mich so langsam. Also es ist immer so, ja, ja, das mache ich. Ja, das will ich auch. Und irgendwie schaffe ich am Ende nichts. Obwohl ich natürlich eine Menge schaffe. Dieses ganze YouTube-Ding ist vor circa 2 Jahren als Experiment gestartet. Oder es sind 1,5 Jahre jetzt, ne? Es war so kurz vor Weihnachten, bin ich gestartet. Und zwar hatte ich Lust auf Videos. Das ist schon ein bisschen länger her. Da habe ich meine ersten 2 Videos geschnitten und habe die gepostet. Die hat sich aber keiner angeguckt hier auf YouTube. Und dann hatte Nasja zu mir gesagt, naja, wenn du möchtest, dass die Leute deine Videos sehen, dann musst du jede Woche mindestens 1 Video online bringen, damit YouTube sieht, du arbeitest da dran und dann spielen sie dir auch aus. Gut, das habe ich jetzt 1,5 Jahre fast durchgängig gemacht. Ich schweife ein bisschen aus, oder? Es macht irre viel Spaß, aber es bleiben halt so einige Dinge auf der Strecke, die ich so gerne machen wollen würde. Auch in Projekte etwas mehr Muße und Zeit reinzustecken. Und auch in Schnittmuster mehr Zeit reinzustecken als nur 1-2 Tage, weil am 3. Tag schneide ich das Video und am 4. muss es auch schon online gehen. Ich finde, beides hat seine Vorteile. Dieses schnell, schnell, schnell ist eigentlich mehr TikTok-Videos. Dann gibt es jetzt diese Videos. Und dann gibt es noch Projekte, die dauern einfach mal 2 Wochen, 6 Monate. Aber die Kombi daraus wäre halt auch schön. Also so lange Projekte und so schnelle Dinge, die, worauf ich gerade Lust habe, einfach mal umsetzen. Immer wieder reflektiere ich mich in dem, was ich tue und überlege so, ist es das, was du willst? Ist es etwas, was dich glücklich macht? Und wenn die Antwort ist so, ich weiß nicht, dann überlege ich mir, was muss ich machen, um es zu ändern? Was stört dich? Was ist es, was dich nicht glücklich macht? Und dann ändere es. Derzeit ist hier die Antwort so ein bisschen, ja. Da denke ich aber wiederum, vielleicht bin ich auch einfach urlaubsreif. Also nehme ich mir jetzt eine Mini-Auszeit und bin die nächsten Wochen hier einfach mal nicht aktiv und werde mir jetzt einen Riegel davor schieben, indem ich euch das auch gesagt habe. Punkt. Denn das Ganze hier möchte ich auf jeden Fall Muster und Strukturen helfen, einem schneller Projekte umzusetzen. Aber für mich ist das immer so, dann fühle ich mich so festgefahren. Wenn ich immer irgendwie das Gleiche mache, dann denke ich so, langweilig. Habe ich keine Lust mehr drauf. Und deswegen brauche ich da mal so ein bisschen frischen Wind. Und ich glaube, frischer Wind tut mir gut. Ich muss mal in die Ostsee und den Kopf ein bisschen durchpusten. Aber ich sammle mich hier irgendwie fest.
eigentlich wollte ich nur sagen, ich bin jetzt in den Ferien. Wir sehen uns danach wieder. Ich freue mich drauf. Und tschüss! Das Video ist noch gar nicht zu Ende. Stopp! Damit dieses Video eine bestimmte Länge bekommt, obwohl ich jetzt schon ganz schön viel gesabbelt habe, habe ich euch auf Instagram gefragt, worüber ich euch mal was erzählen soll oder ob ich euch irgendwas zeigen soll. Und da kamen so ein paar Fragen. Ein paar davon beantworte ich und ein paar nicht. Welche Do-It-Yourself-Projekte sind in Planung? Do-It-Yourself ist nicht mean und deswegen ist das nächste mein Garten. Ich möchte unbedingt in meinem Garten Steine verlegen. Also so Rasenkantensteine, andere, wie sie jetzt sind. Ich habe schon ein bisschen angefangen zu buddeln und will das machen. Zeige ich euch bestimmt auf Instagram, wenn ich das mache. Vielleicht nicht im Detail oder so, aber egal. Lustigster DIY-Unfall? Hatte ich nicht. Keine Ahnung. Welche Schnittmuster sind in Planung? Ja, so einige. Ich habe super viele Ideen im Kopf, die ich unbedingt umsetzen möchte. Und ich komme einfach nicht dazu. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall habe ich einige Taschenschnittmuster im Kopf, die ich gerne umsetzen würde. Und vielleicht sogar mal Kleidung. Halt, stopp! Ich nehme mir nicht zu viel vor. Wieso hast du dich für die Elna entschieden? Meine Nähmaschine, die Elna, habe ich mich dafür entschieden. Ich habe mich nicht dafür entschieden. Ich habe sie gewonnen bei dem Contest. Ja, da habe ich sie gewonnen. Zweiter Platz war das und da gab es die Elna Nähmaschine. Und deswegen durfte damals die Janoma ausziehen und die Elna einziehen und seitdem ist sie da. Dann kommen wir nämlich zu dem nächsten Thema Nähmaschinen. Was machen die Nähmaschinentests? Ja, und was ist mit der Bernina, die da steht? Ja, die steht hier und will ich auf jeden Fall weitermachen. Das macht mir irre viel Spaß mit den Nähmaschinentests. Und ich habe schon gesagt, danach wird die Elna wahrscheinlich ausgetauscht. Nutzt du den Tree-Cut noch? Ein Plotter ist halt so ein extra Hobby, das ich nicht so oft ausübe wie das Nähen. Aber das Nähen mache ich im Moment ja auch nicht so oft. Ich finde, Sommer ist für mich sowieso nicht so die Nähzeit, sondern eher so, wenn es dann wieder dunkel und kalt und nass draußen wird. So wie heute. Aber ich setze doch im Sommer lieber so DIY-Projekte draußen in der frischen Luft an. Irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich für mich besser an. Wie lange nähst du schon? Wie waren die Anfänge? Dazu habe ich sogar schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben. Da erzähle ich alles. Wie habe ich angefangen zu nähen? Warum nähe ich? Und alles drum und dran. Was du hast, nicht benutzt, aber auch nicht loswerden möchtest. Also alles, was ich habe, brauche ich. Alles. Deinen kompletten Kleiderschrank. Im Ernst jetzt? Meinen kompletten Kleiderschrank? Es sind nur 2,5, 3... Expeditregal, Packschränke, die ich so gegenübergestellt habe. Ich zeig's euch. Wow, das war jetzt... Wow. Was nimmst du statt Plastiktüten zum Shoppen? Meine Büdel langweilen mich. Also, wenn ich shoppen gehe, dann nehme ich meinen Rucksack mit und da habe ich dann diese Stoffbeutel drin. Der eine ist von Alles für Selbermacher und den anderen von Rico. Den habe ich auf einer Messe bekommen und den finde ich auch richtig schön. Also, es sind zwei verschiedene Büdel, beide leicht rosa angehaucht. Ich finde die hübsch. Aber eigentlich ist es mir auch egal. Also der Beutel soll ja nur irgendwie was transportieren. Ja, und damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Und wer mich vermisst, der kann auf jeden Fall auf Instagram vorbeigucken, weil da werde ich trotzdem weiter quatschen und euch mitnehmen und euch ein bisschen zeigen, was ich mache. Weil unkreativ werden die Wochen auf jeden Fall nicht sein. Aber ich möchte mir die Arbeit, die dahinter ist, mit lange Videos schneiden, nicht machen. Und genau deswegen bin ich jetzt hier erstmal raus. Und wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich glaube, das war eine Mal von vorne. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ne, nochmal. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Jetzt habe ich aber auch schon wieder so viel zu tun. Auf dem Zettel. Krams. Wie, das knackt immer am Hals. Hört ihr das? Oh. Es ist einfach nur, ich bin urlaubsreif. Welche DIY-Projekte? Ha, läuft. Kannst du nicht mal DIY sagen? Do it yourself.